Das Endspiel Herren-SA bei den Fürther Tischtennis-Stadtmeisterschaften Karl-Hauptmann-Pokal. Sonntag, 4. September 2016. Aufschlag Kostadin-Kostadino. Vom Oberligisten SV Winsbach spielt im mittleren Parkreuz positive Glanzen. Ihm gegenüber Heiko Müll, Reservespieler bei der Regionaltruppe, Regionalliga-Truppe der KF Feldrich. Also steht er in der zweiten. Auffällig seine sehr guten und gefährlichen Aufschläge. Dürfte aber hier dennoch einen schweren Stand haben. Kostadino in guter Form zu Saisonbeginn. Beide haben ihre Halbfinalspiele relativ sicher gewonnen. Heiko Mell klar gegen Sven Schaub von TV 48 Erlangen, Kostadin Kostadino gegen Kübler von Freyung. Man sieht es ab und zu noch gelegentlich etwas unorthodox, die Spielweise von Heiko Mell. Aber gerade das bereitet den Gegnern gelegentlich Schmerzen, hauptsächlich natürlich auch den Nachwuchsspielern, die sowas nicht wirklich kennen. Summa summarum natürlich etwas zu defensiv, um da ganz oben mit spielen zu können. Aber er versucht sein Glück. Thank you.
Stop.
mal so langsam und halt trotzdem. Okay.